Der erste FC Magdeburg hat 4 von 5 Spielen in der dritten Liga gewonnen und den Bundesligisten Augsburg aus dem DFB-Pokal gekickt. Es läuft beim FCM. Aber woran liegt's? Der Grundstein ist halt der Fleiß der Mannschaft, auch eine große Kaderdichte, wo halt es ist immer schwierig ist für uns dann auch eine Entscheidung zu treffen und das auch Woche für Woche im Training eben ordentlich Zunder drin ist und das bringt alle vorwärts und jetzt wollen wir natürlich möglichst diesen Lauf behalten, auch wenn Bremen 2 schon eine schwierige Aufgabe wird. In der Tat. Die U23 aus Bremen ist der direkte Tabellenverfolger und hat mit 11 Punkten nur einen Punkt weniger als der FCM. Aber Statistiken machen einen Gegner noch nicht stark. Na, die Mannschaft hat jetzt in den letzten beiden Jahren bis an den letzten Spieltag um den Klassenerhalt gekämpft, hat beide mal bestanden. Die jungen Spieler haben jetzt ein Jahr Drittliga-Erfahrung mehr. Sie haben sich angepasst an das Niveau dieser Liga und haben persönliche Fortschritte gemacht und jetzt mit Selbstvertrauen und fußballerischer Qualität, die diese Mannschaften, diese U23-Mannschaften alle haben, ist das natürlich schon noch ein bisschen Sprengkraft. Für Tobias Schwede ist es ein besonderes Spiel. Für ihn geht es gegen seinen Ex-Verein. Das ist natürlich schon ein bisschen ein anderes Spiel als die anderen. Man weiß, man hat da früher gespielt, ich habe da seit der U12 gespielt, aber ich versuche auf jeden Fall alles zu geben und die 3 Punkte hier zu behalten. Anstoß gegen Bremen 2 ist am kommenden Samstag um 14 Uhr in der MDCC-Arena.